Seit Freitagmorgen kommt es weltweit zu Ausfällen von Windows-Computern bei Unternehmen, Flughäfen, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen. Laut Experten sei ein missglücktes Update bei der US-amerikanischen Cybersicherheitsplattform CrowdStrike schuld an den globalen Störungen. Auch der Hamburger Flughafen ist davon betroffen. Wie eine Sprecherin des Airports mitteilte, seien die vier Fluggesellschaften Eurowings, Ryanair, Vueling und Turkish Airlines von den Problemen betroffen. Daher würden die Gesellschaften die Tickets zunächst händisch ausstellen. Daher kann es bei einigen Flügen zu Verspätungen oder Ausfällen kommen. Bis 11 Uhr meldete der Flughafen nur überschaubare Verspätungen bei den Starts von maximal 30 Minuten. Bei Landungen gab es bisher kaum Auffälligkeiten. Die Systeme des Flughafens seien von den Ausfällen hingegen nicht betroffen, sagt Flughafensprecherin Katja Bromm. Neben dem Hamburger Flughafen gibt es auch bei verschiedenen Microsoft-Diensten Störungen. Die Volksbanken und Sparkassen haben Probleme, die Deutsche Bank, die Allianz, die Telekom sowie Vodafone sind laut Störungsmeldungen teilweise nicht erreichbar. Und auch Mercedes und die Continental AG sind betroffen. Am Berliner Flughafen starteten und landeten seit Vormittag zeitweise keine Flüge mehr. Die Deutsche Bahn ist von den weltweiten Computerproblemen bislang nicht betroffen. So laufen alle Systeme reibungslos und der Zugverkehr sei in keiner Weise beeinträchtigt. Weltweit sind die Probleme teilweise noch schwerwiegender. Die niederländische Fluggesellschaft KLM hat den Großteil ihres Betriebes eingestellt. Die US-Airlines United, Delta und American Airlines verhängten für alle ihre Flüge einen globalen Bodenstopp. In Japan haben ein Drittel der McDonald's-Filialen dicht machen müssen, in mehreren Ländern OPs verschoben werden müssen und in Australien wurde sogar eine Krisensitzung einberufen.